Guten Morgen, ich bin ja heute in Tsuda. Das ist im Norden von Osaka, Leute. Und es sieht nach Regen aus. Es soll ab Nachmittag auch regnen. Deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen mit den Orten, zu denen wir wollen. Ich hoffe, wir schaffen alles. Ich würde sagen, wir gehen direkt los. Ich bin auf jeden Fall motiviert. Ist ein bisschen wärmer, aber nächste Woche soll wieder kalt werden. Was ist das denn diesmal für ein Frühling hier? Frühling hat noch nicht angefangen, aber er fängt jetzt an nächste Woche. Also Mitte März gerade. Ich hoffe, es wird jetzt langsam mal wärmer. Ich habe keine Lust mehr auf kaltes Wetter. Auf geht's! Wir sind auch direkt am ersten Ort angekommen, und zwar dem Hatamono Jinja. Hatta steckt da drin, und ihr könnt euch natürlich schon denken, die Familie der Hatta hat hiermit wahrscheinlich irgendwas zu tun. Hatta kommt von Hatta Odi, und das ist im Grunde Weberei. Also die Familie der Hatta sollen auch die Webkunst mit nach Japan gebracht haben. Kimono und sowas sind hinterher daraus entstanden, und deswegen nennt man die eben auch Hattashi oder Familie der Hatta. Und dieser Schrein hier heißt eben Hatamono Jinja. Und deswegen habe ich gedacht, das hört sich sehr interessant an. Wer hier verehrt wird, erzähle ich euch gleich noch. Auf jeden Fall ist das ein Schrein, der auch was mit Tanabata zu tun hat. Und laut Legende des Schreins sollen die Berge, die hier im Umkreis sind, also das ist wieder der Ikuma, aber der nördliche Teil des Ikumas, der heißt anders, ich weiß nicht genau, wie er heißt, der Osaka von Nara trennt, den soll man früher auch Hatayama genannt haben. Und hinter ihm soll am Tag der Wintersonnenwende die Sonne ganz besonders irgendwie aufgegangen sein. Wie genau, habe ich leider auch in der japanischen Erklärung nicht verstanden, was für ein Spektakel, aber es soll auf jeden Fall für eine ganz kurze Zeit eine ganz besondere Sonnenstellung mit dem Berg gewesen sein. Und deswegen hat man den Berg und die Sonne auch angebetet. Vielleicht könnt ihr euch jetzt schon ungefähr vorstellen, wer hier verehrt wird. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal richtig rein in den Schrein. Bisschen, ne, die Vögel zwitschern. Hört sich auf jeden Fall schon mal gut an von der Atmosphäre her. Ich bin schon wieder raus aus dem Schrein. Relativ kleiner Schrein, mach mich auf den Weg in die Berge. Aber ich wollte euch natürlich noch sagen, wer da verehrt wird. Verehrt wird dort die Takuhata Chijihime. Die hat natürlich das Hatta schon im Namen. Und das soll eine Göttin gewesen sein, die besonders gut beim Weben war. Und laut der Familie der Takeuchi soll das eine der vielen Amaterasu gewesen sein, die es damals gab. Also Amaterasu war nicht eine Sonnengöttin, sondern es war eine Reihe von Frauen, Schamaninnen oder Miko, also Schreinmädchen könnte man sagen, also Zeremonienmeisterinnen. Ich weiß nicht, wie genau man das ins Deutsche bekommen soll. Miko halt. Die das Amt der Amaterasu sozusagen inne hatten. Und das ist eine wohl davon. Und das ist natürlich sehr interessant, weil man hätte auch einfach Amaterasu da hinschreiben können, hat man aber nicht. Aber das passt natürlich mit dem, was ich euch eben gesagt habe, dass man die Sonne, die hinter dem Berg aufgeht, verehrt hat und diesen besonderen Zeitpunkt abpassen wollte. Da steckt natürlich ein Sonnenglaube dahinter. Und das würde natürlich sehr gut passen, wenn diese eine Göttin, die dort verehrt wird, eine Amaterasu ist. Außerdem wird dort der Koto Shironushi verehrt. Und das gibt mir so ein bisschen Rätsel auf. Warum der Koto Shironushi? Der ist im Grunde, kommt er aus Izumo und ist eigentlich ein bisschen entgegengesetzt zu der Amaterasu. Deswegen, warum genau der jetzt da auch verehrt wird, ich kann es euch nicht sagen. Generell hier in dem Gebiet, auch in Ikuma, wird er viel verehrt, weil hier damals Izumo war. Also hier hat Izumo geherrscht und der Koto Shironushi war einer der Herrscher Izumos. Deswegen ergibt das insofern Sinn, dass der hier ist. Vielleicht musste man den mitverehren, weil die Leute, die hier ansässig waren, ihn verehrt haben und gesagt haben, nee, nur Amaterasu, das geht nicht. Wir brauchen unseren Gott, den wir am Anfang hatten, auch noch. Vielleicht war das irgendwie so eine Geschichte. Auf jeden Fall sehr interessanter Schrein. Und ja, die Geschichte von Tanabata, ne, dass sich einmal im Jahr die Prinzessin und der Mann, der Prinz sozusagen, treffen können. Auch das ist geheimnisvoll. Die Prinzessin vielleicht Amaterasu. Und bei dem Mann im Namen steckt das Kanji für Ring
Rind oder Kuh drin. Und das ist auch interessant, weil mit Rinderglauben oder Rinderverehrung wird immer der Susanoo in Verbindung gebracht. Und auch wieder, die Familie der Takeuchi sagt, dass Susanoo und Amaterasu geheiratet haben und Kinder bekommen haben. Und diese Kinder dann hinterher zum ersten Kaiser auch geworden sind. Das wäre natürlich auch interessant, wollte man verstecken, weil nein, Susanoo und Kaiser haben eigentlich nichts miteinander zu tun, so nach dem Motto. Aber es deutet vieles darauf hin. Also sehr interessanter Schrein auf jeden Fall. Ziemlich klein und jetzt stehen wir irgendwo am Bergeingang. Ja, da sehen wir auch ein paar Tore. Hier ist auch irgendwie ein Todi. Mal gucken, was wir entdecken, Leute. Ab jetzt geht's ins geheime und abenteuerliche Japan über. Ich habe richtig Bock, Leute. Ich bin gespannt, Mann. Das sieht schon wieder mit dem Fluss hier und diesen Steinen, das sieht schon wieder verdächtig aus. Let's go! Das hier ist ein unglaublicher Ort, Leute. Ich kann es gar nicht fassen. Da hinten ist ein kleiner Wasserfall, wo der Enno Gyoza verehrt wird und der Hudomyo-o. Und ich habe mittlerweile herausgefunden, wofür genau der Hudomyo-o steht. Und zwar ist das ein Überbleibsel des Drachen- und Schlangenglaubens, der in Izumo ganz, ganz stark war. Und Izumo waren auch die, also das Volk und das Land sozusagen, was diese Iwakura verehrt hat. Dann aber, als die Kaiserfamilie sozusagen reingekommen ist, die Izumo-Leute gestürzt hat, haben sie diesen Drachen- und Schlangenglauben für eine Zeit lang verboten, mehr oder weniger. Und die Izumo-Leute, die es aber immer noch zahlreich gab, weil fast ganz Japan damals Izumo war, haben dann eben angefangen, den Hudomyo-o und Benseiten zu verehren als ihre alten Götter. Und dieser Hudomyo-o steht ursprünglich für den Kunato no Okami, so heißt er. Das ist eigentlich auch ein indischer Gott, ne? Da kommt auch die Verbindung von Indien, Buddhismus mit Japan und dem Shinto dann her. Weil ein Teil der Inder, also die Leute, die vor ungefähr 4000 Jahren in Indien gelebt haben, sich auf den Weg nach Japan gemacht haben und in Japan zu Izumo geworden sind. Aber das müssen wir irgendwann anders nochmal ganz genau aufdröseln. Das ist jetzt nur die Kurzfassung. Auf jeden Fall dieser Fudomyo und der Enno Gyoza, genauso wie der Kukai, die wussten das alle. Deswegen haben die ihre Tempel, Shingonshu und so dahin gebaut, wo diese Iwakura sind und wo die Drachen sind, weil sie um die Wichtigkeit von Izumo wussten und die Bedeutung und das nicht sterben lassen wollten, sondern sie haben den Glauben dann in die Shingonshu sozusagen umgebaut und deswegen auch Shingon, also das wahre Wort. Weil das, was in der Shingonshu verehrt wird, Fudomyo-o und so, das ist eigentlich der wahre Glaube Japans gewesen, der eben dann versteckt worden ist und Izumo eben besiegt worden ist und somit ihr Glaube auch besiegt worden ist. Das steht da so ein bisschen hinter. Diese fetten Steine, die Iwakura, die sind aber natürlich immer noch da. Die kann man nicht so einfach bewegen. Das sind ja riesige Steine. Und dieser Stein hier ist der komplette Wahnsinn. Da ist im Übrigen so ein Symbol drauf. Ich glaube, ein Symbol entdeckt zu haben. So eine Art Schlangensymbol. Das findet man in Steinen auch immer wieder in Kyushu zum Beispiel, in ganz Japan verteilt. Und das ist hier diesmal ziemlich deutlich. Ich meine, schaut es euch an. Das ist ziemlich deutlich so ein Schlangensymbol irgendwo. Also das ist der Wahnsinn. Und ganz da oben auf dem Iwakura hat man dann nochmal den Hudomyo-o, ist es, glaube ich, der da oben drauf steht. Also das hier ist wirklich komplett Izumo. Das schwillt über vor Izumo-Glauben, vor Drachen-Glauben. Die gute Seori Tsuhime ist auch wieder da. Seori Tsuhime ist im Grunde Benseiten. Ja? Also Benseiten und Seori Tsuhime sind zusammengepackt worden. Ursprünglich war es die Seori Tsuhime, ne? Deren Glauben war dann so ein bisschen schwierig. Und dann hat man eben Benseiten draus gemacht. Wahnsinn, Leute. Es ist der Ort hier wieder komplett durch Zufall entdeckt. Ich habe den nicht vorher gesucht. Ich wusste nicht, dass sowas hier gibt. Wahnsinn. Man sieht auch hier so kleine, ne, die Steine. Das ist alles hier hingebaut. Das sieht man. Das ist eine Mauer. Und da oben auch so. Also hier haben auch mal Leute gelebt. Die Bäume, wie die in den Steinen wachsen. Wirklich typisch Iwakura-mäßig.
Also hier war, glaube ich, wirklich ein fetter Ort, wo Izumo ganz, ganz stark war. Und deswegen wurde im Hatamono-Jinja, wo wir eben waren, auch der Kotoshironushi verehrt, weil das ist eben einer der Top-Leute in Izumo gewesen. Schauen wir uns das Gebiet noch mal ein bisschen weiter an. Aber ich bin bereits jetzt vollends begeistert. Einfach der Wahnsinn, das Ding hier. Dieser Stein macht mich fertig, Leute. Der ist so groß. Kevin, allein in den Wäldern unterwegs hier schon wieder. Ziemlich anstrengend. Ich habe die falsche Hose an, ehrlich gesagt. Meine Hose ist zu warm. Die ist von innen gefüttert. Weil ich gedacht habe, so warm ist es noch nicht. Ja, die Jacke leicht reicht. Ja, hat nicht gereicht. Ich bin schon wieder am Schwitzen hier. Es ist doch nicht so kalt, wie ich gedacht habe. Immer wenn man auf den Berg geht, wird einem warm. Weil man halt hochgeht und es anstrengend und so. Was ist das hier schon wieder für ein Gebiet? Ich kann es wirklich kaum fassen, Mann. Ich bin so oft unterwegs in den Bergen. Und so oft auch hier auf dieser Ikoma-Bergkette irgendwie. Und jeden verdammten Vlog entdecke ich irgendwas Neues, was einfach total faszinierend ist. Wie kann das sein, Leute? Und wenn es hier schon so viel gibt, was gibt es dann erst im Rest Japans noch alles? Ich muss länger leben. Ich lebe gar nicht lange genug, um das alles zu entdecken. Vielleicht klappt das mit dem ewigen Leben ja doch noch irgendwie. Dann kann ich alles erkunden. Wie ihr seht, der Regenschirm ist da. Es regnet jetzt ein wenig, hat eben wesentlich stärker geregnet. Jetzt klart es wieder so ein bisschen auf, es soll aber weiter regnen. Der Regen, der eigentlich für 2 Uhr angesagt war oder so, kam dann jetzt einfach schon mal um kurz nach 12. Ja, warum eigentlich nicht? Und ich wandere jetzt schon wieder durch irgendwelche Felder, Leute. Keine Ahnung, wo ich hier schon wieder gelandet bin. Ich bin im Grunde schon auf dem Weg zum Bahnhof. Denn ich habe den Vlog heute nicht von der Strecke nicht ganz so lang gewählt, damit ich eigentlich vor dem Regen zum Bahnhof schaffe. So gegen 2 Uhr. Jetzt regnet es auch fast so gut wie gar nicht. Kann man eigentlich den Regenschirm auch wegtun. Aber ja, da hat der Regen mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Grunde habe ich aber auch schon den Hatamono-Jinja gesehen, den ich sehen wollte. Und dann noch diesen heftigen Iwakura entdeckt. Damit bin ich für heute eigentlich schon vollkommen zufrieden. Im Hintergrund seht ihr auch so ein bisschen Sakura, glaube ich. Keine Ahnung, ob das wirklich eine Sakura-Art ist oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall wollte ich euch auch nochmal mit auf den Weg geben, Leute. Verfolgt eure Träume, wenn ihr den Traum habt, nach Japan zu kommen. Sucht einen Weg, ihr könnt das schaffen. Das ist irgendwie was, was ich eben bei diesem Iwakura ganz, ganz stark gespürt habe. Die Szene, die Atmosphäre hat mich vollkommen eingenommen, ja. Das habe ich nicht an allen Orten, aber an einigen Orten, vor allem diesen heftigen Iwakura-Orten, überkommt es mich irgendwie. Das ist so ähnlich wie in Tokushima, wo ich bin, diesem Ishio-Jinja war, der mich auch komplett zerstört hat, einfach vom Atmosphärischen her. Und das hatte ich hier eben auch. Und irgendwie habe ich darüber nachgedacht oder mir kam der Gedanke in den Kopf, weil ich bin einfach so froh, dass ich es durchgezogen habe, dass ich all die Strapazen auf mich genommen habe, dass ich jetzt letzten Endes hier in Japan gelandet bin. Denn vielleicht, wenn ihr die Videos nicht alle gesehen habt, was wahrscheinlich die meisten nicht haben, ich habe zu viele gemacht, aber viele wissen vielleicht auch gar nicht, dass es für mich nicht so einfach war, nach Japan zu kommen, sondern es wirklich ein harter und steiniger Weg war. Ich wirklich komplett von null angefangen habe. Ich saß in der Uni, ich wusste nicht mal, dass Japan einen Kaiser hat, geschweige denn, wer dieser Kaiser überhaupt ist und was er macht. Ich hatte wirklich null Ahnung, null Japanischkenntnisse, nie Japanisch gelernt, nie für Japan oder Japan am Anfang interessiert. 11 Jahre später laufe ich jetzt hier rum und entdecke alte Steine. Ja, habe ein Buch geschrieben über Mythologie. Also es ist für mich selbst auch unwirklich und zeigt, und oder ich finde, ich bin der beste Beweis dafür, dass man es wirklich nach Japan schaffen kann, auch
wenn die Bedingungen einfach überhaupt gar nicht gut sind. Auch beim Auslandsjahr zum Beispiel. Ich brauchte das Stipendium, weil es ansonsten mit den Kosten schwer geworden wäre. Und ich habe eines der besten Stipendien in Deutschland bekommen, weil ich mir einfach komplett den Arsch aufgerissen habe und so viel gelernt habe und versucht gehabt, die Bewerbung so perfekt wie möglich zu machen, die absolut besten Noten zu haben zum Zeitpunkt der Bewerbung. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe Nächte, ich bin abends um 7 Uhr schlafen gegangen, damit ich morgens um 4, 5 Uhr aufstehen kann für Wochen, damit ich Japanisch lernen kann und die entsprechenden Noten eben auch bekomme in der Uni. Es war einfach komplett verrückt. Wenn ich da selber drauf zurückgucke, denke ich mir auch, Kevin, wo hast du eigentlich die ganze Energie dafür hergenommen? Ich weiß es manchmal selber nicht, aber ich wollte es so sehr. Ich wollte so sehr nach Japan. Ich habe es mir einfach so sehr gewünscht und habe einfach alles aufgegeben, könnte man sagen, was sonst noch war, um das zu erreichen, und habe einfach alles reingesteckt, was ging. Und deswegen möchte ich euch sagen, wenn ihr der Meinung seid, ihr könnt das nicht, aus welchen Gründen auch immer, doch, ich bin der Meinung, ihr könnt das. Aus meiner Sicht gesehen hatte ich wirklich eine sehr schlechte Ausgangsposition, um irgendwann mal nach Japan zu kommen. Also das war was, was ich eigentlich nie erwartet hätte, dass ich hier mal fest leben kann. Und ja, deswegen, wenn ich Lappen schon in der Lage bin, das zu schaffen, dann seid ihr erst recht in der Lage, das zu schaffen, weil ihr seid bestimmt nicht so ein Lappen, wie ich es war vor 11 Jahren. Also nach Mayo, nach meiner Frau, bin ich auch heute noch ein Lappen. Wahrscheinlich hat sie auch recht damit. Aber was ich sagen möchte, verfolgt euren Traum. Ihr könnt das schaffen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wenn ihr es denn auch richtig wollt, ihr müsst es wirklich richtig wollen und ihr müsst auch euch darauf gefasst machen, dass ihr Dinge opfern müsst, um es zu bekommen. Aber wenn man etwas wirklich will und sich dahinter klemmt, dann schafft man das auch. Mein Freund, die Vogelscheuche sagt, es fängt wieder an zu regnen, was es in der Tat tut. Und es ist nun ein guter Zeitpunkt, diesen Vlog zu beenden. Ist sie nicht süß, die kleine Vogelscheuche hier? Na, wie viele Vögel hast du heute schon verscheucht? Ist aber ein bisschen dreckig, ne? Könnte auch mal wieder neue Kleidung gebrauchen, hier die gute Vogelscheuche. Es war eine Wahnsinnstour, Leute. Der Regen hat für die richtige Atmosphäre gesorgt, würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen hatten wir wirklich Glück. Ich muss jetzt noch ein bisschen zum Bahnhof laufen. Ist aber nicht mehr so weit und dann mache ich mich auch auf den Weg nach Hause. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen neuen Eindruck aus Japan gewinnen. Was Neues lernen über die japanische Götter- und Mythenwelt und generell hier über so ein bisschen das ländlichere Japan. Ich liebe es immer wieder. Ich liebe die Berge. Ich habe sie so lieb gewonnen und ich möchte diese Berge hier in Japan auch nicht mehr vermissen mit all ihren Göttern, all ihren Drachen, Fudomyo-o, wen auch immer. Es ist mir jedes Mal eine Freude, diese Gegenden hier zu entdecken. Vielen Dank, dass ihr immer mit dabei seid. Vielen Dank auch für die ganze Unterstützung, die ihr mir immer entgegenbringt. Es gibt in der Videobeschreibung einige Links, unter anderem mein Buch. Da könnt ihr noch ein bisschen tiefer eintauchen in das alte Japan. Und ihr könnt diese Vlogs hier auch im Abspann unterstützen, der jetzt gleich kommt. Schaut da am besten auch mal in die Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an die Unterstützer der Nihongo Vlogs, ohne die diese Videos hier überhaupt gar nicht möglich wären. Dirty Harry-san, Teresa Maria Christan-san, Mukaden-Tenno-san, Stiefelknecht-san, Nicole-san, Seawolf-san, Hangman-san, Klausi Klaus-san, Andrea-san, Hessen-Metro-san, Trojan Frog-san, Michaela-san, Domme-san, Stephanie K.S.-san, Cardogan-san, Michael H.-san, Bananafisch-san, Chopper-san, Siegfried Lange-san, Ingemar Gran-san, Sven-san, Vio-san, Dan Sayayan-san. Hontoni arigatou gozaimasu.